Nee, da bin ich jetzt völlig falsch. Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei Nerd7.de. Der Ronny ist am Start, der Kai ist am Start. Moin. Ist die Mystery Gadget Runde. Wer das Format nicht kennt, Kai hat schöne Sachen organisiert, sich die schon mal ein bisschen angeguckt, vielleicht auch eingerichtet. Ich werde die mit euch zusammen auspacken und versuchen, so meine technischen Daten da reinzufriemeln. Die, die ich nicht wissen kann oder nicht weiß, die wird Kai dazu schmeißen. Und dann haben wir hier eine Stunde lustige, bunte Unterhaltung mit 7 bis 8 Produkten, würde ich jetzt sagen. Ja, du kennst das Format so gut. Also gleich vorweg, wir haben Sprungmarken unten. Da steht dann Produkt 1, 2, 3, damit wir euch da nicht spoilern. Ich habe die Produkte vorbereitet. Ich habe hoffentlich wieder eine bunte Auswahl dabei. Ihr könnt gerne auf dem Kanal schauen, meine E-Mail-Adresse raussuchen und mir Vorschläge machen. Da bin ich immer sehr dankbar und wir streuen immer mal wieder Zuschauervorschläge mit ein. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und gucken und quatschen sowieso dabei viel zu viel. Niemals. So, los geht's. Das hast du schon aufgemacht. Ja, woran hast du es erkannt? Weil ich glaube, hier ist ein Aufrissstreifen. Ja, kriegt man schlecht wieder geschlossen, ja. Wheelock, die kenne ich. Die habe ich schon mal gesehen. Hatten wir auch schon mal vorgestellt. Schon sehr lange her, 2, 3 Jahre. Ja, so 2, 3 Jahre her, genau. Das sind smarte Schlösser. Wobei ich jetzt bei dem jetzt noch nicht genau weiß, was smart dran ist. Aber es ist... Zumindest wer noch das vor 2, 3 Jahren kennt, es hat sich in der Zeit einiges getan. Ja. Okay, dann ich pack das mal aus. Die Anleitungen lassen wir. Da hast du auf jeden Fall mal ein paar Anleitungen bei. Ich merke es gerade, mehr Anleitung als Inhalt. Und dann haben wir quasi einen Zylinder, einen Drehkreis und einen Fingerabdrucksensor, würde ich sagen. Genau, also das ist praktisch gedacht, wer es immer noch nicht sich vorstellen kann, das ist praktisch, ihr nehmt euer Türschloss raus, genau. Also den Zylinder, und ersetzt den komplett Griff mit Zylinder durch das hier. Genau. Das ist außen, das ist innen, weil hier ist ein Imbus, dann kann ich das abmachen, schiebe das quasi und durch. Sogar auch in der Länge noch verändern. Genau, weil dann kannst du nämlich, da ist ein Teleskopstift drin, sodass du es an die Türbreite oder Türdicke anpassen kannst. Genau. Und dann kannst du das über 4 Wege öffnen. Und zwar einmal über den Fingerabdruck, einmal über RFID-Karten, die da drin liegen. Da sind insgesamt 3 Stück schon bei. Du kannst es über die App öffnen oder du kannst es auch im Notfall noch über USB, also dich mit USB-Kabel anklemmen und dann über USB öffnen. Okay. Also das ist eher so eine Notfalllösung. Also würde ich eher sagen 3 und dann eine 4. für einen Notfall. Ja, hier unten ist so eine Silikon. Genau, das kannst du aufmachen. Ja. Da drin sind 3 AAA-Batterien für die Stromversorgung und der Micro-USB ist dann wirklich nur, falls die mal leer sind oder eure Akkus da drin leer sind, dann könnt ihr darüber eine Notfallversorgung machen, sodass ihr das Ding mit Strom versorgen könnt. Ja, einen Reset-Taster gibt es auch, aber ich denke, das lässt sich damit nicht direkt zurücksetzen und dass man dann einfach sagt, so, ich krieg's jetzt auf. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre auch ziemlich doof. Ja, nee, mit dem Reset-Taster, genau. Du musst, und das werden wir jetzt nicht zeigen, auf dem Zylinder steht ein Code drauf. Den musst du beim Koppeln in der App eingeben. Ja. Genau. Und erst dann kannst du ihn auch zurücksetzen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, gerade weil man dann halt keyless irgendwo reinkommt, also schlüssellos. Das heißt, ihr könnt Fingerabdrücke hinterlegen, ne? Meiner ist jetzt nicht hinterlegt, deiner vielleicht. Genau. Und dann würde das Schloss dann, also es ist ja erstmal... Du kannst es jetzt endlos drehen, also du könntest jetzt praktisch, wenn du es drehst, siehst du ja, dass der Stift sich nicht mitdreht. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, zoomen wir mal ran und ich zeige dir mal, dass du die App gar nicht brauchst, um das Ding einzurichten, weil das haben die mittlerweile echt gut in die Reihe bekommen. Und ich zeige das mal kurz. Ja. Jetzt kannst du drehen. Genau. Jetzt siehst du, dass er mitdreht. Genau, jetzt ist er entsperrt, richtig. Dann das auch für eine Weile und dann verriegelt er sich gleich wieder in Leerlauf, wenn er jetzt loslässt. Genau, und jetzt... Und jetzt war es das. Also er soll ja im Schloss dann drin bleiben, so wie es ist. Und jetzt zeige ich noch, wie schnell man einen Fingerabdruck da einspeichern kann, wenn man das möchte. Anmachen. Dann sagt er 5 Sekunden halten für Systemmenü. Jetzt bin ich drin. Jetzt Admin authentifizieren. Ja. So, jetzt kann ich einen Admin-Fingerabdruck hinzufügen, denn mit Nutzer, der kann den nur selber öffnen. So, und jetzt bin ich da drauf. Ich bin da drauf geblieben, der nimmt das automatisch. Und jetzt Finger bewegen. Genau, Move Finger. Bisschen, bis er dann sagt, okay, jetzt hat sie passt. Jetzt hat er dich eingespeichert. Okay. Das war's. Und jetzt einfach warten, bis er rausgeht. So, und jetzt einmal anmachen. Und jetzt drücken. Und jetzt kannst du entsperren. Mit deinem Finger. Ja, das ist ja easy. Und so leicht geht das mittlerweile. Und das Schöne ist halt, in diesem Menü kannst du alles machen.
So. Authentifizieren. Ich authentifiziere. Mhm. Ich bin halt Admin. Ich kann Admin hinzufügen, Benutzer. Ich kann einen Fingerabdruck löschen. Ich kann alle Fingerabdrücke löschen. Ich kann alle Benutzer-Fingerabdrücke löschen. Ich kann eine RFID-Karte hinzufügen, okay, diese auch löschen. Ich kann alle Karten löschen. Ich kann eine Fernsteuerung hinzufügen, alle Fernsteuerungen löschen. Ich kann die Sprache wechseln, habe ich auch gemacht. Und Bluetooth abschalten, Ton abschalten und System zurücksetzen und so weiter und so fort. Und immer wenn du einfach wartest, dann geht da in diese Option ja rein. Ja, okay. Und das war's. Und deswegen braucht man halt keine App. Man muss immer nur, wie gesagt, anfangs 5 Sekunden gedrückt lassen, dann kommst du ins Menü. Wenn es frisch ist, dann legst du erstmal einen Admin-Fingerabdruck fest. Da kannst du übrigens auch bis zu 3 Admins vergeben. Okay. Die dürfen dann alles machen. Und die können dann halt auch Benutzer, übrigens bis zu 100 Fingerabdrücke von Nutzern können gespeichert werden. Diese Karten sind 3 Stück schon bei, können auch bis zu 20. Und das zeige ich dir übrigens mal. Genau, die Karte, die extra liegt, die habe ich schon eingerichtet. Ja, okay. So, einmal kurz anmachen, drücken und dann oben ans Display halten. Und das war's. Okay, dann ist auch entsperrt. Da siehst du, RFID 1 hat er erkannt, ja, und jetzt, achso, kannst du aufmachen. Okay, das ist auch einfach. Genau. Und das Witzige ist, ich war am Wochenende, letztes Wochenende war ich unterwegs und hatte eine Ferienwohnung gemietet. Und da waren von WeLock auch Schlösser verbaut, aber mit Tastenkombination. Und da hatten wir dann einfach von vornherein per E-Mail die Tastenkombination genannt bekommen. Da kamen wir sowohl, da waren zwei, also die hatten praktisch an den Außen, an der Haupttür, in der Haupttür hatten sie eins, wo alle eingespeichert sind. Und dann hatte praktisch jeder nochmal für sein Zimmer nochmal ein eigenes. Und dann hatte man aber sichergestellt, dass praktisch du denselben Code nutzen kannst, sowohl bei der Außentür als auch bei deiner Tür. Und das war mega easy. Ja, also wenn man das jetzt mal mit den Produkten vergleicht, die wir vor 2 Jahren jetzt ungefähr mal vorgestellt haben, hat sich auf jeden Fall was getan, ja. Einfach, weil, ja, die Einrichtung jetzt wirklich super einfach ist. Also man wird wahrscheinlich beim Einrichten auch irgendwie auch einen QR-Code oder was eingeben müssen, oder du kannst theoretisch auch per App das Ganze administrieren. Dann musst du vorne den QR-Code einlesen. Hm. Theoretisch kannst du das aber alles lassen. Also wahrscheinlich muss man, das Blöde ist, ich habe die App erst eingerichtet. Es könnte jetzt sein, dass man wirklich die App einmal verbinden muss, um dieses zu registrieren. Und dann brauchst du aber die App eigentlich nicht mehr. Weil danach kannst du ja die Taste gedrückt halten, kommst ins Menü, machst einen Admin-Fingerabdruck rein und der kann alles machen. Haben wir ja gerade gesehen, ohne dass man jemals die App braucht. Genau, ansonsten kannst du aber in der App kannst du auch die Historie sehen, welcher Zugang hat wann was geöffnet. Dann kannst du sehen, RFID 1, 2 oder 3 oder sonst was hat um 20 Uhr, um 20:30 oder User XY. Das kannst du alles gucken. Da ist praktisch das Werkzeug bei, was du brauchst. Und ich kann halt per App auch sagen, ey, sperr mal bitte auf. Das macht er dann per Bluetooth. Okay. Und Besonderheit, du kannst es auch mit WLAN verbinden. Und dann kannst du von unterwegs auch die Tür aufsperren. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Kinder zu Hause oder so weiter und die. Ja, du machst die Tür auf. Keine Ahnung, du könntest denen die Tür dann aufmachen. Mhm. Ja, wenn sie anrufen, Mami, ich komme nicht oder keine Ahnung was. Naja, oder hast eine Kombination, schon so eine Kamera vor der Tür noch, so ein Ring oder sowas. Dann sagst du, ey, ich entsperre dir mal kurz die Tür, ohne dass da ein Fingerabdruck vielleicht hinterliegt. Dann siehst du das auch. Ja, das ist natürlich praktisch. Sehr cool. Und da gibt es notfalls auch, es gibt auch Bundles, da ist dann so eine kleine WLAN-Box noch bei, da kann man dann halt mehrere mit verwalten und so weiter und so fort. Hm. Genau. Okay. Also, dann kommen wir mal zu der Preisgestaltung. Wie gesagt, mein Wissen liegt jetzt so 2 Jahre zurück und ich glaube, die liefen damals über Amazon für 170, 180 Euro über die virtuelle Ladentheke. Mit Angeboten sind wir da, glaube ich, sogar mal ein bisschen um die 120 Euro gewesen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt hier ungefähr das Preissegment halten. Also werden wir wahrscheinlich auch so bei 180 Euro sein. Erstmal. Vielleicht sind sie teurer geworden, vielleicht sind sie auch günstiger geworden. Das kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen. Also der aktuelle UVP-Preis für dieses Modell, gibt verschiedene, auch mit Tastenkombinationen und so weiter, je nachdem, was man bevorzugt, 179 Euro. Ich glaube, du bist ein Elefantengedächtnis oder also so. Also bei manchen Sachen schon, weil das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil es halt das erste smarte Schloss war, was wir mal vorstellen konnten in irgendeiner Art und Weise. Semi-gut damals funktioniert. Da musste man nämlich noch zwangsweise auch die App benutzen und die App war das weiß nicht ich so nicht gut. Die war ein ganz schöner Krampf. Aber wenn es einmal eingerichtet war, alles gut. Ja. Aber das ist jetzt da liegen wir inzwischen. Über die Jahre haben die sich halt auch wirklich verbessert. Genau, also, aktuell kann man noch einen 35 Euro Sofortrabatt mitnehmen, liegt man bei 144 Euro. Ja, das geht. Genau. Ich meine, wenn du da halt wirklich universell da einfach reinkommst und dann halt erstmal keinen Schlüssel brauchst und so weiter, finde ich das schon sehr praktisch. Genau, also, und man kriegt übrigens dann auch eine Benachrichtigung, wenn nur noch 20% Akkukapazität ist, das ist sowohl auf dem Display
beim Öffnen, dass dann immer hier Akku knapp oder irgendwas, und aber auch per App kann man sich dann benachrichtigen lassen. Vor allen Dingen, wenn man es per WLAN eingerichtet hat, ist es natürlich komfortabler, weil du dann nicht immer in Bluetooth-Reichweite sein musst. Ja, macht ja auch Sinn. Und WLAN hat ja eigentlich irgendwie jeder zu Hause, also von daher. Wie jetzt wirklich die Akkulaufzeit ist, hängt natürlich auch vollständig von der Nutzung ab. Wie häufig am Tag mache ich das an und aus? Aber ich glaube, auch bei Ferienwohnungen wird das schon teilweise hochfrequentiert sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jede Woche die Akkus aufladen. Da läuft ja am Tag auch mindestens in der Eingangstür 50, 70, 80 Leute rein und raus. Und an den einzelnen Zimmern ja auch so jeweils 2-3 Unlocks pro Tag. Und das Schöne ist ja, es hat ja keinen integrierten Akku, sondern AAA-Batterien bzw. Akkus. Das heißt, du kannst selber, wenn du richtig hochwertige mit großer Kapazität nimmst, hält ja auch der Akku länger. Ja. Ja, und wenn du da was Hochwertiges oder Energizer oder weiß ich was reinmachst, dann halten die eine Weile. Jo. Nee, mehr kann ich dir ansonsten gar nicht sagen. Also es liegt alles bei, man kann alles ohne App machen. Es gibt auch eine iOS-App, also nicht nur Android. WLAN-Steuerung ist möglich. Und 3 RFID-Karten liegen bei, das hatten wir ja gesehen. Ja. Also eigentlich schon so ein schönes Starter-Pack, vor allen Dingen auch so. Für eine normale Familiengröße, ja. Weil du kannst ja Fingerabdrücke oder halt die Karten daran halten. Also genau, du kannst ja bis zu 100 Fingerabdrücke einspeichern. Also da geht schon einiges. Kannst ja ein paar Leute einladen. Und die Karten kannst du ja auch nachkaufen. Gehen ja bis zu 20 pro Schloss. Mehr gut als genug. Würde ich sagen. Nächstes Produkt. Ja. Akku? Ja. 5075. Ich finde das Logo stylisch. Das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an Napster, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also das Auge auf jeden Fall. Ja, beziehungsweise guck mal, oben siehst du es ganz. Ja, hier ist es auch auf der Rückseite zu sehen. Ja. Sieht aus wie ein Herz, eine Katze, Totenkopf. Ja, irgendwie Kirche, so eine Kombination aus allem. Wilde Kombination. Es ist ein 75% Keyboard. Genau, das ist praktisch so ein gekürztes. Da gibt es eine spezielle Bezeichnung für. Das ist dann ohne Numpad und dann aber nochmal ein bisschen geschrinkt. Ist halt ein Gaming-Keyboard. Und vor allen Dingen deswegen ist es so beliebt, diese 75% Layout, weil man dann mehr Platz auch für die Maus daneben hat. Ja, und nicht jeder braucht einen Numpad. Das ist eigentlich auch ganz nett. Ich selber würde jetzt nicht drauf verzichten wollen. So, haben wir noch irgendwas drin hier? Ja, das nehmen wir mit raus. Das ist wichtig. Okay. Packen wir das jetzt wieder zu. Also das Logo ist irgendwie süß, irgendwie. Keine Ahnung. Ich finde jetzt keine anderen Worte dafür. Sagen wir mal, das ist zumindest einprägsam. Ja, das auch. Auch die Tastatur sieht süß aus. Mhm. Die ist auf jeden Fall kompakter, was die Tastenabmessung angeht. Ja. Würde ich jetzt sagen. Also das sind schon kleinere Tasten. Das ist sogar ein Aluminium-Knopf. Das ist auch ein Multifunktionsdrehrad. Das kannst du drücken und drehen. Und per Software dann auch selbst belegen, die Funktion. Hat richtig so Raststufen. Also man merkt so klick, 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 klick. Mhm. Es ist auf jeden Fall auch Aluminium. Es ist kalt. Wiederum, das Gehäuse ist aus Kunststoff. Genau. Und die Unterseite ist auch aus Kunststoff. Da ist ein USB-Dongle drin. Also quasi per Bluetooth oder eigene Verbindung. Genau, wir haben drei Möglichkeiten. Oh, und LED. Du kannst die per USB-C-Kabel verbinden. Ja, das wäre hier. Du kannst, sie hat einen integrierten Akku, sie per Dongle auf 2,4 GHz halt miteinander verbinden, so wie man es kennt. Und du kannst per Bluetooth sie mit bis zu 3 Geräten koppeln. Auch noch. Okay. Auch noch. Und wir haben die Wahl zwischen USB, Windows oder Mac. Genau. Also quasi, dass die Bluetooth-Schnittstelle wahrscheinlich dann damit gemeint. Genau, USB ist halt dann ohne Akku, dann kannst du praktisch einfach anmachen und genau, und du hast schon die Besonderheit erkannt, wir haben nicht nur eine Hintergrundbeleuchtung, sondern auch eine seitliche RGB-Beleuchtung. Ja, also von der Seite hat man jetzt wahrscheinlich dann siehst du auf dem Tisch Draufblick jetzt, ja, es ist quasi wie eine Unterbodenbeleuchtung bei einem Fahrzeug. Mhm. Ich mach das mal so. Genau, einmal kurz drücken, dann geht er an. Ja, Bluetooth-Sparmodus und dann hat man halt quasi die Seitenbeleuchtung. Sieht cool aus auf jeden Fall. Ist ein nettes Gimmick, weil die Tischplatte ein bisschen mit beleuchtet wird. Ja. Und die ganzen Beleuchtungsfunktionen kannst du jetzt nicht an der Tastatur umschalten. Das kannst du alles per Software machen. Okay. Da kannst du dann auch dich komplett austoben. Okay. Und das Flackern, das ist jetzt nur über die Kamera, so wie ihr es kennt. Ja, und da kannst du mal zeigen, was du da noch so hast. Ja, ich habe jetzt hier... Da ist nämlich einiges dabei. Ja, ich sehe schon. Also auf jeden Fall nochmal andere Tasten. Wir haben... ist das Dübel? Soll ich die jetzt an der Wand tackern oder wie? Ich kann dir gerade nicht sagen, wofür die waren, aber die werden... Einklemmen irgendwas. Das sind keine Dübel, das ist irgendwas aus Silikon. Okay. hier nochmal eine schwarze Taste ohne alles drauf. Wir haben quasi die nochmal Yellow Switches. Caps. Oder die Switches, ja. Genau. Dann haben wir das Typ C auf USB-A-Kabel und... Mhm. Nochmal eine Pinzette. Genau, zum das ist das Werkzeug. Und diesmal habe ich mich auch schlau gemacht, wie man dieses Werkzeug benutzt. Wir haben es aber beim letzten Mal falsch gemacht. Da haben sich ja alle, da haben wir alle geweint. Zu Recht, ne? Ja, ja, ja. So, pass auf. Also, erstmal gucken wir uns die weißen Caps an. Ja, weil die sind nämlich besonders. Da sind nämlich auch
mit Motiven schon welche mitgeliefert. Ja, gut, die hole ich jetzt raus. Das, da das kann man dann auch sich schon mal austoben und jetzt, wem das Standard-Layout zu langweilig ist, der kann sich jetzt so praktisch ein paar weiße Kontraste oder Akzente reinsetzen und teilweise mit coolen Motiven hinterlegt. Kannst dein BASD in weiß absetzen und so weiter und so fort. Ja, ich hole mal die Lego-Steine erstmal raus. Mach das. So, haben wir. Dann drehen wir die erstmal alle um und dann haben wir die quasi die Funktionstasten, F6-Tasten, Enter-Taste, Leertaste, Backspace und. In weiß auf jeden Fall ein schöner Kontrast. Das bedeutet aber, man wird bestimmt auch noch andere Keycaps kaufen können oder ausdrucken können. Ja, das ist standardisiert, sodass du dann auch andere nachkaufen kannst. Also nicht nur von dem Hersteller auch. Ja. Genau. Sondern du kannst dich dann völlig austoben und das ist ja auch eigentlich wirklich die Zielgruppe, weil es gibt ja so teure und so krass customisierbare oder anpassbare Tastaturen. Wir ja auch schon mal vorgestellt, der Name ist mir entfallen, aber das hat da irgendwie um die 250, 300 Euro gekostet. Ja, also ich kenne es von manchen aus dem Freundeskreis, die sagen, da kannst du jeden einzelnen Switch auswählen und kannst dann teilweise die Tastaturen für 400, 500 Euro zusammenbauen. Kann man auch lassen. Kann man auch lassen, absolut. So, pass auf, ich zeig dir jetzt erstmal, was wir da haben. Ja, mach du mal, du weißt ja, wie nicht kaputt geht. Dieses Werkzeug ist für die Caps. Da hackst du es dann drunter und kannst die dann halt mit rausholen. Zack. Okay. Und dieses Werkzeug ist für die Switches, weil Besonderheit, die kannst du auch, die sind auch praktisch hier oben. Ja, ich sehe die Aufnahmen, ja. Und die sind einfach nur gesteckt und die kannst du auch tauschen. Du kannst auch sogar, die kannst du auch nachkaufen. Und die kannst du auch nur zum Beispiel, wenn du WASD anders haben willst, dass du zum Beispiel linear oder clicky die haben willst. Kannst du natürlich auch bei der Bestellung schon auswählen. Und du hast ja sogar noch Ersatz bei. Ja, okay, das ist natürlich einfach. Und reinstecken tue ich dir wahrscheinlich dann auch. Einfach reinstecken und die haben... Ja, ich muss jetzt bloß gucken, dass ich die Pins auch richtig erwische, weil sonst ist es kaputt. Und dann leuchten die auch wieder. So, und dann kann ich jetzt die Pfeiltaste zum Beispiel, jetzt muss ich erstmal gucken, die sind so rum. Ja. Einfach austauschen. Ja. Ganz exemplarisch mal. Okay. Ja. Und das kann ich halt auch mit den F8-Tasten da oben. Da kann ich ja statt Escape, warte mal, jetzt probiere ich das auch mal. Einmal so, drunter. Bisschen einhaken. Ja, da ist es. Okay, ja, genau. Und dann kann ich die Escape-Taste einfach mal durch das Logo, Hersteller-Logo. Durch das Hersteller-Logo austauschen. Jo. Geil. Oder du kaufst dir wirklich diese ganzen Caps alle nach. Da gibt es auf Amazon mittlerweile auch Bundles für die komplette Tastatur in bunt, weiß ich, türkis, pink, was weiß ich. Ja. Und dann bastelst du dir da wirklich so eine richtig schöne angepasste Tastatur zusammen, wenn du da Bock drauf hast. Das erstmal zu den ganzen Custom-Funktionen. Also von Haus aus kannst du auch wählen zwischen Yellow und Blue Switches. Also Yellow sind praktisch die Linearen hier ohne Clicky und Blue wäre mit Clicky. Wechselbaren Caps, es liegen sogar halt weitere bei. Die Switches sind wechselbar, Werkzeug liegt bei. Multimode mit den verschiedenen Verbindungsfunktionen. Der Drehschalter ist konfigurierbar. Wir haben einen N-Key Rollover, was natürlich bei einer bei einem Gaming-Tastatur Sinn macht. Das heißt, du kannst mehrere Tasten gleichzeitig drücken und die werden auch alle einzeln getrackt. Weil bei normalen Tasten ist es so, dass manchmal nach der zweiten und dritten Taste, vor allem wenn du so Makros oder Kombinationen eingibst, dass dann manchmal die dritte, vierte nicht erkannt wird. Ja. Hier hast du natürlich, so wie es auch bei einer Gaming-Tastatur sein sollte, du kannst halt sehr viele Tasten gleichzeitig drücken. Wir haben, die Caps werden bezeichnet, beziehungsweise auch die ganze Tastatur als PBT Double Shot. Das heißt, das ist ein PBT-Kunststoff, der sehr strapazierfähig ist und abriebfest. Auch die Tastenbeschriftung ist abriebfest. Und du kennst es vielleicht von günstigeren Tastaturen, wenn man die eine ganze Weile nutzt, irgendwann fangen die Tasten an zu glänzen. Ja, die werden speckig. Genau, die werden abgerieben. Und das ist halt bei dem Material auch nicht der Fall. Das heißt, das bleibt so, wie es ist. Und ohne, dass die irgendwann speckig glänzend werden. Mhm. Und haben halt auch eine schöne Griffigkeit. Das kennt man halt von, sage ich mal, hochwertigeren Tastaturen. Ja. Und noch dazu kommt, dass das PCB, wo die, also praktisch die Platine, wo die ganzen Switches und alles draufstecken, das ist gedämpft gelagert. Das heißt also, obwohl wir hier mechanische Tastaturen haben, gibt das Ganze, die ganzen Tasten geben ganz leicht nach, sodass laut Hersteller das Tippgefühl ein bisschen angenehmer ist als bei einer normal mechanischen. Das merkst du dann halt so, wenn du zum Beispiel so die Hand drauflegst auf die Tasten, dass das die so ein kleines bisschen, also richtig rauflegst und ein paar Tasten drückst, dass die so ein bisschen, also man merkt es nur ganz leicht, dass die so ein bisschen nachgeben, weil die halt so gedämpft gefedert sind und nachgeben die ganze Aufhängung. Ist beim Hersteller ist da so eine Zeichnung zu sehen, wo man das sieht. Ja, okay. Genau, jo. Und das erstmal soweit, was ich dir sagen kann. Du kannst dir halt eine Windows- oder eine Mac-Software installieren, weil du hast ja auch hinten den Umschalter. Kannst du ja auch einfach per Bluetooth mit deinem Handy oder Tablet verbinden. Und dann kannst du auch nochmal Beleuchtung und alles einstellen und auch die Funktion vom Drehrad und so weiter und so fort. Jo, das ist erstmal so, was ich dir dazu sagen kann. Ist auf jeden Fall wirklich so ein eigenes Themengebiet für sich. Ja.
Tastatur auf jeden Fall. Und kann man halt momentan noch nur beim Hersteller kaufen, aber EU-Versand. Und haben auch noch mehr Modelle. Also das ist jetzt wirklich nur mal ein Modell und die haben auch noch viel mehr zur Auswahl. Hinten hast du auch noch in zwei Stufen, dass du sie anwinkeln kannst und so weiter ja, und so fort. Das kennt man ja, das ist ja sozusagen der Standard, genau. Nennen wir es mal. Ja, ein sehr schönes Ding. Ich habe jetzt mal die W-Taste durch die Katzenpfote ausgetauscht. Die gehört da eigentlich nicht hin, weil die jetzt höher ist. Ja. Aber ist ja nicht schlimm, kann ich ja trotzdem machen, wenn ich jetzt wirklich zocke und das so brauche. Zeig dir auch nochmal ganz kurz, wie man einschalten würde, wenn du jetzt zwischen Bluetooth und so und Funk und Kabel wechseln willst. Das siehst du nämlich, weil nämlich eine gerade schon blinkt, weil du bist jetzt gerade im Funkmodus gewesen. Wenn du FN gedrückt hältst und dann E, dann gehst du jetzt, wenn du es nur einmal drückst, fängt die an blau zu leuchten, dann wäre das Bluetooth-Slot 1, 2 und 3. Wenn du den neu belegen willst, lässt du die Taste 3 Sekunden gedrückt, dann fängt er an schnell zu blinken. So, und jetzt kannst du ihn neu koppeln. Ansonsten kannst du halt zwischen drei Geräten so dann schnell wechseln. Jetzt würde er auf Slot 2 gehen und jetzt auf Slot 3 gehen. Und dann kannst du, wenn du 3, wie ist das, Handy, PC und sonst was, kannst du zwischen den ganzen Geräten wechseln. Jetzt hättest du praktisch die Funkverbindung per Dongle. Optisch auf jeden Fall ein sehr spannendes Produkt. Ich finde das mit den austauschbaren Tasten, ja, ist jetzt eigentlich nichts Neues. Das kann man Spielerei, bei anderen auch machen. Natürlich. Auch hier die Unterboden-Seitenbeleuchtung ist auch natürlich Spielerei, aber für 5 FPS mehr am PC das macht man das doch gerne. Gaming-Tastaturen nun mal so. Ja. Ja. Da gibt es andere Modelle, die auch verspielt sind und so weiter. Ich sag mal so, sie ist halt vom Design trotzdem noch recht schlicht, weil sie zuerst erstmal dezent aussieht. Aber dann mit dieser seitlichen Beleuchtung und der Möglichkeit, halt die Caps wirklich durchzuwechseln und dann natürlich die fetten RGB-Beleuchtung auch unter den Tasten, sieht man aber so, nicht sofort. Nö. Finde ich, ist es so irgendwie, es wirkt dezent auf dem Schreibtisch, wenn man sie nicht benutzt. Aber es wirkt cool. Genau. Also, ja, schönes Ding. So, und dann würde ich sagen, schätzt mal, was man für diese Tastatur bezahlt. Boah. Also wir haben jetzt ja schon von diesen ganz teuren, maßgeschneiderten Tastaturen gesprochen. Da lagen wir bei 250, 350 Euro. Das war aber eine andere Materialbeschaffenheit. Wobei die Materialien, die du jetzt so erwähnt hast, mit dem Abrieb und Antiabrieb und Antifettfingern und so weiter. Das ist aber auch eigentlich, sagen wir mal, bei hochwertigeren Gaming-Tastaturen auch Standard, weil die sind nun mal stärker belastet. Und da willst du nicht, dass irgendwie nach 6 Monaten irgendwie die Tasten sich abreißen. Nee, ich sehe es ja bei mir am PC, wenn ich da halt immer die Shift-Taste drücke zum Großschreiben, die ist total abgenutzt und das kannst du schon gar nicht mehr lesen, weil ich die halt einfach bei jedem dritten Board brauche. So ungefähr. Es ist für mich super schwer, eine Tastatur einzuschätzen, weil es kann jetzt 150 Euro sein, es können auch trotzdem 250 Euro sein und vielleicht ist es aber ein Anbieter, der sagt, ja, Leute, wir machen das auch für 80 Euro klar. Ich weiß nicht. Also ich weiß, ich verstehe dich da, dass es schwer ist. Und dann kommt ja noch dazu, normale Gaming-Tastaturen halt kabelgebunden, hier hast du jetzt einen Akku. Ist ja noch alles drin. Also eigentlich müsste ich jetzt sagen, das Ding kostet 100 bis 150 Euro. Ich glaube, das sage ich jetzt mal so und den Rest musst du jetzt irgendwie andere benennen. Pass auf, UVP für diese Tastatur im Shop liegt bei 99 Euro oder 100 Euro, 99,90 glaube. Da kommen dann aber noch Versandkosten drauf, ein paar. Und aktuell haben wir noch einen 20% beziehungsweise in dem Fall 20 Euro Gutschein, kriegt man sie für 79,99 plus Versandkosten. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Deal. Finde ich ehrlich gesagt auch. Also ich hatte sie auch jetzt eine Weile ausprobiert und mir angeguckt, ein bisschen die Tasten schon durchgewechselt, mich belesen und so weiter und muss ganz ehrlich sagen, dafür macht die einen sehr guten Ersteindruck. Ja. Und ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der Fan von so schmalen Tastaturen, weil ich auch nicht, eher der Numblock, aber ich kann absolut verstehen, dass es Fans dafür gibt, für diese kleinen kompakten 75% Tasten. Es gibt ja sogar noch kleinere. Ja, das siehst du ja auch hier, dass praktisch dann Home, Page Up, Page Down und so weiter nur noch an Rand untergebracht ist. Und ein paar Tasten wie zum Beispiel, keine Ahnung, Print und so weiter, das fehlt ja dann. Ja. Aber das geht schon klar. Aber es tippt sich angenehm. Und ich habe jetzt so für mich jetzt mal gerade einfach so ein, zwei Sachen eingetippt. Und ich glaube, ich habe die Tasten auch getroffen. Also sie wirkt schmaler, die Tasten sind auch ein Hauch kleiner, kompakter nennen wir es mal, aber man trifft sie trotzdem vernünftig. Also das liegt wahrscheinlich immer noch mit an den eigenen Fingern und Händen und wie gut man das jetzt kann, aber es fühlt sich vernünftig an. Also das ist auch mit das Wichtigste. Ne? Es bringt mir nichts, wenn ich die geilste Tastatur auf Erden habe, die aussieht wie sonst sowas, aber ich darauf nicht arbeiten oder schreiben oder nicht spielen kann, weil ich mit den Tasten nicht klarkomme. Muss man ja auch mal so für sich ein bisschen selber ausprobieren. So, aber es fühlt sich gut an, also wie du es gerade schon sagst, Es gibt halt Leute, die wollen da halt öfter mal was wechseln und vor allem dann haben sie eine Tastatur, dann können sie halt die Caps halt nochmal durchwechseln. Und hier liegen ja auch schon von vornherein welche bei. Das ist cool. Genau. Und ansonsten, die kannst du standardisiert dann aber auch nachkaufen. Es gibt da aber auch ganz bestimmte Formfaktoren, weil die Caps ja auch unterschiedlich groß sind, da muss man dann drauf achten. Aber dann sind die auch wohl miteinander kompatibel. Ist für mich aber auch ein neues Gebiet.
Gaming-Tastaturen, klar, kenne ich mich mit aus, aber mit diesen customized oder anpassbaren Tastaturen, ja, das ist für mich auch noch neu. Jo, würde ich sagen, geiles Ding. Ja, absolut. Schauen wir absolut weiter. Jo. Nicht lesen. Nee, dann packe ich es einfach nur aus. Ja. Ja, Mann, ich packe mal den Zettel hier weg. Da steht nämlich drauf, was es ist. Ihr dürft schon mal kurz gucken. Ich nicht, so. Ja, viel Spaß. Das ist ein Display. Und da ist An- und Ausknopf dran und eine Aufnahme und Schrauben und eine Halterung. Ich denke mal, man sollte schon wissen, was es jetzt ist, aber Funktionen wollen wir selbst herausfinden. Kommt drauf an, was es werden soll. Auf jeden Fall liegen hier Kabel mit bei. Kilometerweise Kabel. Ja, das spricht schon mal für eine umfangreiche Einbauaktion, vermutlich in einem Kfz. Ja. Also ja, man hat ja, da sieht man es auch drauf. Genau, gesehen. Das ist ja auch okay, da darfst du drauf gucken. So. So, also wir haben ein Display. Wir haben hier einen Adapter, genau, von USB Typ C auf Bordsteckdose, 12 Volt oder von mir aus wahrscheinlich auf 24 Volt. Sogar bis 32 Volt, sodass es wirklich auch mit Wohnwagen, LKW, allem kompatibel, von 7 bis 32 Volt. Okay, das ist schon mal gut. Wir haben hier einen Kleber, das kommt an die Scheibe mit Sicherheit. Beziehungsweise aufs Cockpit. Oder weil, so. Genau, kann man auch hinstellen. Je nachdem, wie man das macht. Das ist quasi die Aufnahme, dass man das hier dann so rein ausrasten lassen kann. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier ein Kabel, 3,5er Klinke. Das kommt hier rein und das wird wahrscheinlich vom Autoradio hinten irgendwo mit abgegriffen. Plus Stromversorgung. Mhm. Ich bin noch nicht ganz so sicher. Dann haben wir hier einen 3,5er auf 3,5er. Mhm. So, also eine Art Verlängerungskabel vielleicht. Genau dafür, für das, was du da drin hast. Ah, okay, so eine Kamera wahrscheinlich oder so. Ja. Ja, okay, das genau, erklärt's. Damit kannst du dann die Kamera verbinden. So, und jetzt würde ich sagen, bevor der, ich erkläre dir die Funktion, schmeiß mal ein USB-Kabel ran, weil wir können es ja jetzt auch so einfach mal anmachen. Dann gucken wir es uns mal an. Oh! Genau, jetzt musst du es einmal drehen. Du kannst es nachher einstellen, in welche Richtung. Ja. Also jetzt mal so vom Blickwinkel ist das erstmal okay. Also vor allen Dingen ziemlich groß. 10,36 Zoll haben wir. Boah, das ist ja wie ein Tablet. Also, nee, letztendlich ist es ja ein Tablet. Oh, das sieht aus wie Android Auto aus irgendwelchen Autos oder so. Also zumindest so eine ähnliche Oberfläche. Ich drehe das mal so um, dann seht ihr auch ein bisschen besser was. Mhm. Helligkeit, Bluetooth, zurück. Ja, dann klick doch mal oben Android Auto an. Ups. Nee, jetzt war es der Android Cast. Android Auto. So, und jetzt machst du mal den, holst du mal dein Handy raus. Da ist es, T86, irgendwie was. Da ist es übertragen. Das ist ja herrlich. Oh, das ist genau das, was ich in meinem Auto eigentlich haben will. Und bei unserem Wagen ist es leider so, dass wir die 2015er Version haben und ab 2016er wäre dann auch so Android Auto und so ein Zeugs alles mit drin gewesen. Und jetzt mal kurz so mit der Navigation hier einfach gemacht, einfach weg. Läuft jetzt nicht das perfekt. Das läuft ja über dein Handy. Das ist dein Handy, ist dafür verantwortlich. Ach so. Dann habe ich ja ein gutes Handy. Stimmt, da ist jetzt genau, auch die Navigation zu sehen. Genau, weil das Bluetooth ist nur für die Initialverbindung. Danach verbinden die sich mit WLAN untereinander. Das ist von dem Gerät, ja, die Taskleiste, und das ist alles Android Auto. Ja. Genau, dann hast du auch unten links jetzt, wenn du praktisch in diese, genau, ja, und jetzt nochmal drauf drückst, dann hast du die App-Ansicht und dann kannst du da alles öffnen. Also kann man WhatsApp öffnen, ich kann YouTube Music öffnen, GameSnacks, Discord. Genau, das, was halt Android Auto unterstützt, kannst du dann da noch per Apps öffnen. Du kannst auch in die Einstellungen rein, dann kannst du das noch, genau, das ist jetzt dein, das Fremdnetz bewölkt bei 16 Grad. Genau, da kannst du jetzt praktisch die Sprachfunktion ganz normal nutzen, die über dein Handy dann läuft. Einstellungen hast du noch. Da kannst du hier noch ein bisschen was, also das, was man halt bei Android Auto so einstellen kann. Ja. Nochmal zurück, genau, dann Einstellungen oben. Da so. Genau, das ist halt das, was Android Auto dir anbietet. Android so, Auto jetzt ist die Frage, du hast ja gehört, du hast einen Lautsprecher in dem Gerät drin, was dir natürlich für so Navi-Ansagen und so weiter halt ausreicht. Du kannst aber links noch auf Bluetooth-Audio klicken und kannst dich dann mit deinem Autoradio verbinden, entweder per AUX-Kabel, per FM-Transmitter oder per Bluetooth und dann alle Übertragungen ans Autoradio per Bluetooth weitergeben. Aber ich kann jetzt, wenn ich jetzt hier Musik wiedergebe zum Beispiel,
Würde er das so schon machen? Na, beziehungsweise dein Handy verbindet sich per Bluetooth mit dem Autoradio und per WLAN mit dem Navigationssystem. Und jetzt, ja, hier steht ja da, bitte verwenden Sie Ihr Phone, um sich mit dem Originalauto zu verbinden per Bluetooth. Genau. Das heißt also, du müsstest dich jetzt per Bluetooth mit deinem Autoradio verbinden und per WLAN bist du mit dem Navi verbunden und dann hast du trotzdem alle Angaben, alle Ansagen werden dann über dein Auto wiedergegeben. Okay. Genau. Und das funktioniert übrigens auch kabellos mit Apple CarPlay. Ja, hier sieht man übrigens quasi gerade den YouTube-Channel, den ich aufhab, für die Musik. Genau. Und deswegen, jetzt, du kannst auf Bluetooth Music klicken und dann kannst du das auch ohne Android Auto alles steuern. Ja. Da unten links hast du den fetten Knopf. Ja, und weil ich jetzt mit Android Auto verbunden bin, funktioniert das jetzt gerade nicht. Okay. Genau. Ja, und dann hast du hier auch noch Einstellungen, was du machen kannst. Da kannst du auch deine Spiegeln und die Helligkeit einstellen. Fahrerposition links oder rechts, ja, aber ist auch nur, wenn ich getrennt bin, okay. Genau, dann trenne ich mal ganz kurz. So, und jetzt kannst du nämlich da rein. Genau, und dann hast du es praktisch links oder rechts, dann halt. Sprachauswahl habt ihr auch, also das kann man auch. Sprachsteuerung wahrscheinlich an, aus oder so, keine Ahnung, Bildschirmschoner, da haben wir es an, okay. Bildschirmschoner, Firmware-Version. Genau, dann hast du jetzt hier die Bluetooth Music. Ja. Genau, jetzt gehst du in den Modus rein. Jetzt könnte ich wahrscheinlich mein Telefon auch mit koppeln, das würde wahrscheinlich ist auch es ja. Gehen. Da bist du ja noch, du hast ja nur WLAN ausgemacht. Genau. Ansonsten hast du da. Jetzt hat er es hier angezeigt. Ja gut, reicht aus, klingt nicht toll. Jedes Radio klingt besser, aber wenn man es halt ans Autoradio weitergeht. Deswegen soll man es ja per FM-Transmitter oder per Kabel oder was auch immer man will, eigentlich ans Autoradio weitergeben. Dann hast du noch die Media-Player-Funktion, das ist dann halt für alles andere. Da kannst du dann auch Videos wiedergeben. Genau, da werden dann Videos und Musik und so. Musst du per Speicherkarte, du hast einen Micro-SD-Slot, da kannst du alles draufknallen. Genau, das ist ja hier an der Seite mit drin. Genau, da kannst du dann Musik drauf machen oder Videos. Okay. Dann hast du noch die Audioausgabe, da kannst du das nochmal einstellen. Da hast du dann auch nochmal diese Schnellwahl und nochmal zurück. Genau. Und ansonsten kannst du auch Android Cast und Apple AirPlay benutzen, dass halt andere auch Musik wiedergeben können. Dann müsstest du aber am besten das per AUX oder sonst wie mit deinem Autoradio verbinden, damit die dann halt die Musik. Weil dann kannst du auch sagen, ey, alles klar, hier auf der Rückbank, macht doch eure Musik an, macht da per Apple AirPlay oder per Android Cast einfach an. Genau, und ansonsten hast du aber noch die Kamera, die kannst du auch dann aktivieren, wenn sie angesteckt ist. Und dann kannst du halt auch eine Rückfahrkamera noch. Ja. Die machst du dann am besten hinter die Heckschutzscheibe, dann brauchst du nicht irgendwie draußen was ranbasteln. Genau, und die wird dann per 3,5er. Das hier ist dann quasi, da geht man dann an den Das Rückleuchte oder so zum Beispiel. Genau, ne? Dass die dann automatisch umschalten. Aber ich glaube, du kannst sie auch manuell umschalten, wenn du diese jetzt anklemmst ans Autoradio. Ja, ich kannst denke, gibt es ja verschiedene Varianten. AV-In. Und jetzt hat er, guck mal, eine mehr. Da, Kamerasymbol. Da, direkt erkannt. Okay, jetzt bin ich ja gespannt. Da haben wir jetzt ein neues Symbol. Oh, und da hallo. Ist er schon. Oh, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Also ist jetzt nur ausreichend. Also ein bisschen weitwinkelmäßig. Und das kannst du halt manuell umschalten. Dann lässt du halt das rote Kabel weg. Ja. Ja. Und dann kannst du einfach kurz, alles klar, ich will jetzt rückwärts fahren. Und dann klickst du auf den Taster und dann schaltet er um. Das ist quasi wie so eine nachrüstbare Kamera. Da hast du meistens auch einen Schalter dabei gehabt, um dann da drauf zu drücken, dass du die Kamera ansprechen willst. Aber es ist vor allen Dingen schnell. Ne? Also ich gehe hier zurück, drück drauf und bin instant da. Also das muss man dem Ding jetzt lassen. Gar nicht verkehrt. Genau. 3 Meter Kabel ist halt so, dass du es dann auch, weiß ich, unten an der Türleiste oder so unten verlegen kannst oder wo auch immer du es langlegst. Ist ja zum Glück ein dünnes Kabel. Jo, und was kann ich dir noch sagen? Also 10,36 Zoll. Wir haben 1600x720 Pixel, also auch eine schöne Auflösung. IPS, klar, ist nicht das blickwinkelstabilste, wird jetzt nicht das hochwertigste IPS-Panel sein. Sicher auch nicht das hellste, aber so. Ganz ehrlich, es reicht aus, glaube ich. Eine gute Auflösung, eine gute Helligkeit, ein guter, trotzdem ausreichender Blickwinkel. Ja. Wir haben halt Wireless Android Auto und Apple CarPlay, Bluetooth Music, den FM-Transmitter, der ist verbaut, AirPlay und Android Cast, Micro-SD-Slot, du kannst die Fahrposition einstellen, die ja für Android Auto wichtig ist, weil dann ist nämlich zu sehen, wo ist nachher die Taskleiste, nenne ich sie jetzt mal, links oder rechts. Den eingebauten Lautsprecher ist halt mit 7 Volt bis 32 Volt kompatibel, Bluetooth 5.1 und wir haben halt die beiliegende Rückfahrkamera. Letztlich, wenn du jetzt WLAN anmachst, dann verbindet er sich automatisch, sobald dein Handy in der Nähe ist, verbindet er sich dann automatisch damit. Das heißt also, du machst Auto an, damit geht das Navi an und dann verbindet er sich. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend für Fahrzeuge, die halt eben nur über so ein ganz einfaches System verfügen oder vielleicht gar keins haben und man halt irgendwie, ich sag mal, halbwegs kostengünstig, gehe ich mal von aus, umrüsten will auf Touchscreen-Navigation vom Smartphone aus, weil ich glaube, bei vielen sind die Smartphones moderner als die Autoradios, die verwendet werden.
Und dann kann man hier eine Menge mit steuern. Also, oder halt einfach in groß darstellen, ohne dass man quasi das Handy irgendwie in der Dockingstation hat, sondern auch wirklich groß, bequem. Das kannst du auch in der Tasche lassen, ja. Genau, zum Beispiel. Also dafür ist es ja einfach dann da. Lassen. Also das ist schon, ich finde das echt praktisch. Also wie gesagt, ich habe zwar, ja gut, was heißt ein neues Auto? Genau. Das und links kannst du dann auch die normale Sprachsuche und dann, hey, navigier mich zu, ne, hey, Berlin. Hey Google, führ mich nach Berlin. Und fertig. Oh. Ja, was willst du mehr? Ne? Was willst du mehr? Das ist schon easy. Also und Spotify lässt sie nebenbei laufen. Also ich habe es jetzt bei mir nicht eingerichtet. Ich habe das Telefon gerade erst frisch eingerichtet. Wenn du es halt groß haben willst, klickst du links auf die Maps, auf das Maps-Icon und hast es halt in groß. Genau. Jetzt hast du gerade getauscht. Ja. Und also kannst du halt einfach wechseln. Genau, ich meine, du kannst auch links auf das Maps-Symbol klicken, und dann hast du es halt ein Vollbild. Und Spotify wahrscheinlich genauso. Ja, nicht ganz. Aber zumindest kannst du die Seiten wechseln. Ja, geil. Ja, ich habe es gerade schon angefangen. Wer halt ein Fahrzeug hat, wo halt die Technik drin älter ist, aber so ein halbwegs modernes Telefon hat und bei Android Auto, da reden wir von Android 8, glaube ich, wurde es eingeführt. Also schon vor 4, 5, 6 Jahren sollte euer Telefon mindestens jung sein. Und dann könnt ihr das halt einfach so benutzen. Und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und ihr habt euer Telefon direkt drauf, habt Musik, also Navigation, mal. Telefon. Cool. Das ist jetzt für die Leute, die wirklich noch nichts damit anfangen können. Es ist wirklich eine praktische Sache, weil ihr lasst das Handy in der Tasche und sobald ihr in euer Auto einsteigt, verbindet sich erst per Bluetooth und dann erkennt es alles klar, Android Auto und verbindet sich dann per WLAN. Und sowohl für Android als auch für Apple gibt es das halt. Apple sieht es halt nochmal ganz anders aus, Apple CarPlay, weil das ist natürlich jedem Hersteller seine Baustelle. Ja, und hiermit kann man das einfach nachrüsten. Man kann auch mehrere Geräte miteinander verbinden. Das ist es schon. Und das ist halt ein fertiges Set, das habe ich ganz normal auf Amazon gekauft. So, und jetzt bist du dran. Hau mal einen Preis raus. Also wir hatten ja schon das eine oder andere Radio mit Display und so weiter, was man halt kompliziert einbauen muss und auch wirklich an die Kabel hinten ran muss. Das ist ja hier kein Radio. Das ist ja kein Radio. Es ist halt nur ein Display sozusagen zum Spiegeln vom Telefon oder von dem System, was hier drauf ist, mit ein paar Funktionen. So eine Wechselradios mit Android-System und ein bisschen Arbeitsspeicher, Speicherplatz liegen so bei 150 bis 200 Euro, je nach Variante. Nach oben hin natürlich keine Grenzen gesetzt. Ich denke mal, dass wir hier mit dem Ding auch so bei 120, 150 Euro liegen. Genau, Rückfahrkamera haben wir dann auch noch mit bei, die man halt nutzen und umschalten kann. Und also es gibt auf Amazon sehr viel Auswahl mittlerweile, ja, auch die längliche, weil wenn man es wirklich oben aufs Armaturenbrett machen will, dann will man halt nicht so einen Riesentrum haben, nicht im 16:9 Format, ja, sondern vielleicht eher was Schmaleres, damit nicht ganz so viel Sicht versperrt wird. Anhand der Packung sieht man ja, dass es sehr universell gehalten ist und dass ja jeder Hersteller seinen Namen draufdrucken kann. Also ich denke, und da gibt es halt sehr viel Auswahl und ich sag mal so, die meisten liegen bei Amazon so um die 200 Euro. 200? Ja. Und dieses Modell ist mir halt ins Auge gestochen, weil man es für UVP 128 Euro kriegt und kann sogar noch einen 10-Euro-Gutschein aktivieren, das ist mal bei 118 Euro. Jetzt kauft ihr mal ein Tablet mit Android, was ein 10-Zoll-Display hat. Und vor allem liegt die Kamera noch mit bei. Ja genau, und hier hast du halt einfach nochmal, wenn du halt so einen Bedarf hast an Multimedia in deinem Auto und das keine Möglichkeit hast, ist mit 118 Euro, ist das nicht viel Geld. Ja, und vor allem kannst du den Ton halt beliebig, ne? Wer halt noch nicht mal Bluetooth-Audio im Auto hat, der kann halt, wenn er zumindest einen AUX-Anschluss, also einen AUX-In hat, kann er das AUX-Kabel benutzen, um Ton weiterzugeben. Und wenn man selbst das nicht hat, dann nutzt man halt, ist zwar eine deutlich schlechtere Qualität, dann nutzt man aber diesen Radiotransmitter und dann wird halt sozusagen eine Radiofrequenz aufgebaut, die ihr in eurem Radio einstellt und dann empfangt ihr darüber die Töne. Ist dann natürlich immer auch nur Radioqualität. Ja, DAB Plus ist was anderes. Das kriegst du damit nicht, aber ich sag mal so, du hast halt ein Set plus Kamera und das für ziemlich wenig Geld. Finde ich gerade sehr, sehr interessant. Und halt auch Android Auto und Apple CarPlay und dazu auch noch kabellos, weil es gibt ja auch die Kabelverbindung, dass man halt sich per Kabel anstecken muss. Aber das hier brauchst du erstmal nur Stromzufuhr und halt vielleicht noch Audio oder von mir aus das hier zum Weiterführen. Also in der minimalsten Konfiguration musst du es nur an Strom anklemmen. Und vor allen Dingen, das Schöne ist, wenn du schon USB-Anschlüsse oder so im Auto hast oder so, dann bräuchtest du selbst dann nur noch ein kurzes USB-C-Kabel und fertig. Ja, das war's. Dann brauchst du das Zigarettenanzünderteil nicht. Na, ich wollte gerade gucken. Haben sie aber nicht mitgedacht, hätte noch ein USB-Port mit oben drin sein können. Ansonsten aber das ist ja dein FM-Transmitter. Der macht das übrigens. Ja. Da steht nämlich drauf. Und dann, okay, cool. Das ist mal was anderes. Das ist mega praktisch. Also ich war schon ziemlich begeistert, als ich es für den Preis ausprobiert habe. Ja, ich bin es auch irgendwie. Ja.
Also, wer Bock auf sowas hat zum Nachrüsten, ich glaube, das ist somit das Günstigste, was man zumindest auf Amazon bekommt. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut die anderen sind, aber das hat mich echt begeistert, als ich es ausprobiert habe. Ich finde halt die einfache Kombination aus Telefon reingehen, anmachen, WLAN an, Bluetooth an und du hast deine Navigation in groß da einfach. Und einen Touchscreen und eine vernünftige Performance. Das finde ich, das ist für mich so das Highlight, weil ich halt eben keine Navigation im Auto habe, nur übers Telefon. Und manchmal guckst du da hin und denkst dir so, oh, ich muss aber eher auf die Straße gucken. Und beziehungsweise kannst du dich dann eher vielleicht auf die Sprachausgabe verlassen. Oder so. Ja, also schön. Ja, gefällt mir. Finde ich gut. Zack, einfach so, mal ausmachen. So, weiter geht's. Ei. Hast du Buntstifte geholt hier oder was? Ja. So, komm, hol raus. Wir wollen rausfinden, was es sind Riesenstrohhalme für das nächste Treffen. Kriegt man das raus, ohne was kaputt zu machen? Ja, kriegt man. Okay. So. Einfach lass die Panda-Packung drin, wir holen eins raus und dann guckt ihr an. So, wir sind ja jetzt schon im fortgeschrittener Zeit, jetzt würde ich sagen, jetzt einfach mal direkt zur Sache. Guckst dir an. Ach, mit LED? Gedrückt lassen. Ja, und jetzt kann man das hier so. Ja. Und du kannst die auch noch zusammenstecken. So, mein Party-Outfit ist fertig. Und die Taste kannst du auch noch drücken für verschiedene Leuchten. Wo war die Taste jetzt? Ach da. Ah ja, blinki blink. Gar nicht blink. Genau, okay. Viel ist jetzt nicht drin, aber es erfüllt seinen Zweck. Genau, du kannst halt mehrere miteinander, also du kannst eins zusammenstecken zum Kreis, du kannst aber auch mehrere miteinander zusammenstecken und so weiter und so fort. Das ist eigentlich für ich sage es mal so, Party oder Kindergeburtstage oder so gedacht. Ich finde das. Die rasten geil. Ja richtig ein. Also die das rasten ist richtig ja ein, also die halten. Ja, ja, cool. Also, ne, obwohl der Knopf, der verschwindet dann da drunter, aber das ist jetzt nicht schlimm, weil man kann ja trotzdem wahrscheinlich irgendwie noch drücken. Dinge, die die Welt nicht braucht, aber für eine Party ist natürlich sowas genial und vor allem für Kinder vielleicht. Hast du einen großen Hund oder einen großen Menschen, den du irgendwie nachts irgendwie nicht siehst? Dann oder auf dem nächsten Goa-Festival? Oh, du bist aber, glaube ich, der Held. Und dann machst du da mit deinen, wie heißen sie, Pop-Tubes? Holst du da die Leuchtstäbe raus? Wir haben 12 Stück in dem Bundle und die haben halt 3 Leuchtmodi. Und dann halt mit dem Ein- und Ausschalter, beziehungsweise wird man auch an die integrierten Batterien rankommen. Jo. Gäb's so auf Amazon zu kaufen. Da kann man jetzt auch nicht mehr ausrasten. Viel hinzufügen oder ergänzen an Wortwahl. Ich glaube, das Zeigen zeigt, was es kann und was man damit macht. Was willst du mehr? Also, es ist super simpel gehalten. Irgendwo ist hier halt der Knopf. Von dem blauen, jetzt habe ich ihn erwischt und dann. Das kannst du natürlich abmachen, das Band, dann siehst du ihn auch. Ja, ist alles so gesagt. Also, du kannst ja auch. Ja, 12er-Set. Haifischmaul machen. Kannst du, die haben da auch bei dem Amazon-Angebot, haben die da so viele Sachen gemacht, was du da irgendwelche, ich sag jetzt mal so Tiermotive oder so nachmachen kannst. So wie andere, die so Luftballon-Tiere bauen, kannst du da mit den Dingern auch irgendwas basteln. Und lustige Geräusche macht's auch noch. Genau. Kannst du auch hier als. Zum Rumschleudern nehmen oder weiß ich was. Wenn du dann auf der Tanzfläche ausrastest. Ja, ja, total. Ja, so, was schätzt du, was das 12er Set kostet bei Amazon? Nicht allzu viel, aber wo ist denn jetzt der blöde Knopf für das rote Ding? Ich will das jetzt wissen. Da ist der Knopf. Gut, das ist halt auch günstig halt, ne? Das darf man halt auch, High Quality darfst du das hier nicht erwarten, aber es ist ein netter Partyspaß. Das Set, so wie du es gekauft hast, gibt es komplett fertig, ja? Ja. 12 Stück. Ja. Mitbringsel, Kind, kleine Geschenke. Okay, da steht wieder im Hashtag alles drin. Boah, also 2 Euro, also 24 Euro. Das Set kostet 17 Euro. So fast. Ich glaube, das... Also sagen wir mal so knapp 1,50 pro Ding. Ja, es fühlt sich jetzt nicht ganz günstig an, weil gut, da sind ein paar LEDs drin und die Langlebigkeit stelle ich jetzt in Frage und Batterien und tauschen und das so. Das wird man wahrscheinlich auch bei AliExpress, Temu, weiß ich wo, Geekbuying, Banggood auch bekommen. Ja, wahrscheinlich. Ich habe es jetzt der Einfachheit halber beziehungsweise ja, der Schnelligkeit halber bei Amazon bestellt. Es wird sicherlich noch günstiger gehen. Ansonsten, wenn es schnell gehen muss, weil spontan, keine Ahnung, nächste Festival. Also ich sag mal, du hast 12 von den Gondeln und Schläuchen, die packst du irgendwo in einem Geburtstag irgendwo ran und lässt sie dann hängen und dann leuchten die vor sich hin und fertig. Oder die kommen ganz jedem Kind schnell. So ein Ding in der Hand und die Eltern freuen sich natürlich zu Hause, wenn ihr Kind dann sowas mitbringt. Also ich glaube, dass mit den 12 Euro, 17 Euro noch was, ist okay. Also für den Spaß auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir schon mehr Schrott für viel mehr Geld gekauft als das jetzt. Also ich kenne da ein paar Anwendungsfälle. Die kommen auf jeden Fall erstmal weg. Ja, schön. So, weiter geht's.
TechLast, ein Tablet, ohne zu wissen, welches es ist. Ja, wird mal wieder Zeit für M50 Pro. Ich brauch's ja jetzt nicht spoilern, für günstigere Geräte. Ja. Aber ein bisschen vernachlässigt. Tatsächlich. Also TechLast kriegt man mittlerweile auch schon ganz sportlich auf Amazon. Je nach Modell zwischen 100 und 200 Euro, sage ich jetzt mal. Das ist ein 10,1 Zoll Tablet. Nee, das sieht so klein. Doch, ist 10,1. Es wirkt zu klein. Genau. Es wirkt klein. M50 Pro, Kamera, wahrscheinlich 2x8 Megapixel. Na, eigentlich nur ein Sensor, der andere ist halt. Ach, der Quatsch. Ist nur einfach nur da, weil da er da steht Subsensor, aber Quatsch. Der macht nichts. Ist ja auch egal, um die Kamera geht es selten. Ja, 10,1 Zoll Full HD Plus Auflösung. Ist und noch eine Folie auf der Rückseite drauf. Genau, ich mach's. Ach, ist ja schon an. Genau, ich hab's ja schon angelassen. Oh, sieht ein bisschen blaustichig aus und die Helligkeit ist jetzt auch zurückhaltend. Oh, da ist ja ein Video an. Dann mach ich das mal an. Lautstärke. Das ist geil. Aber das Headset ist definitiv gut. Ja. Definitiv gut. Und ich bin auch durchs Gaming-Headset-Regal geschlendert, aber da hatte ich dann auch meins schon. Und habe mich ja dann. Ton ist ein bisschen hochtonlastig. Es ist aber okay für eine Untermalung von YouTube. Das ist eigentlich okay. Ist auch schnell, was jetzt das Umschalten angeht von YouTube, also Vorspulen. Wenn wir jetzt hier und so, dann sind wir hier. Hier gehen wir wieder raus. Also hier ist eine Uni-SoC T616 drin. Das habe ich schon irgendwie gesehen. Das ist so ein unterste Mittelklasse, obere Einstiegsklasse, unterste Mittelklasse. Ja, so ungefähr. So in dem Dreh. Wie gesagt, so rein von dem, was das Gerät mir gerade so schon offenbart, was das Display angeht, was die Helligkeit angeht, was die Farbangabe angeht, ist es halt auch eins, was ja weit unter 200 Euro verkauft wird, genau. Mit Sicherheit, wenn der Preis dann mal irgendwann auch so dahin geht. Wir haben Standard 60 Hertz, würde ich behaupten. Genau, Standard 60 Hertz, wir haben Full HD, also beziehungsweise 1920x1200 Pixel, ja. 16:10. So wahrscheinlich. Und du kannst ja mal hier nochmal einmal zurückgehen, 6000 mAh, 6000. Geh mal bei Speicher. Ja, 256 GB habe ich gerade gesehen. Das ist krass. 256 GB für ein Tablet, was unter 200 Euro kostet, ohne dass die Preis es genau weiß. Wahrscheinlich 6 GB Arbeitsspeicher. 8 GB Arbeitsspeicher. Ach sogar, okay. Genau. Du hast schon erkannt, ist ein Mittel- bzw. Einstiegsklasse-Prozessor. 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB Speicherplatz. Rückkamera hat 13 Megapixel. Frontkamera 5. Wir haben Android 13 drauf. Ja. Tada, da steht's. Android 13, die Gimmicks kennt ihr bestimmt auch schon. Genau. Wir haben Dual-SIM, das heißt, du kannst zweimal LTE auch benutzen, wenn okay. du möchtest. Okay. Micro-SD-Slot ist drin. Bluetooth. Speichererweiterung quasi. Genau, Speicher trotz 256 GB kannst du nochmal erweitern. Ah ja, hier haben wir dann genau. quasi die Anschlüsse. Typ C, unten 3,5er Klinke ist auch noch mit dran. Hier direkt an der Ecke. Das erkennt man manchmal gar nicht so ja. und vergisst man auch ganz schnell. Ja, wir haben Bluetooth 5.0, Dualband-WLAN, GPS ist drin. Das heißt ja. also, wer irgendwie Navi-Software drauf laufen lassen möchte, jo. Kann das machen. Ist halt nicht das beste Display. Und auch von der Performance ist es ist nicht halt das Genialste, aber. Ja, also gut, wir sind jetzt im benutzende App. Mal gucken, was er macht. Ja, bitteschön. Und da müssen wir uns jetzt auch direkt finden. Klar, WLAN spielt jetzt mit rein, aber ne, da, Nerds Appen, da ist es, da sind wir. Und das ist ganz bunt weit auf der Welt. Also. Ich sag mal so, hier funktioniert, ne? Navigieren kannst du damit auch. Klar, wir sind jetzt im WLAN, das sagt jetzt erstmal nicht so viel mit aus, wie die Qualität und der Empfang dann ja. unterwegs ist, aber so grundsätzlich. Also das ist jetzt trotzdem nicht schnarchen langsam und nö. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen für Medienkonsum und so weiter. Lautsprecher ist okay, ansonsten hast du ja einen 3,5er oder Bluetooth-Kopfhörer ran. So ein bisschen ein Launcher hat man ein bisschen verändert, weil du hast wie so guck eine Taskleiste da. Ich habe jetzt gerade alles zugemacht und gerade wieder aufgemacht. YouTube war nicht in der Schleife und es lädt schnell. Also es ist eine sehr, sehr adäquate Arbeitsgeschwindigkeit dafür, dass wir hier halt einfach so Antutu-Punkte-mäßig, weiß nicht, 250.000 bis 300.000 Punkte haben. Ja, maximal. Maximal, aber das sind so Teile, die wir auch ganz gerne immer empfehlen, weil ja, man kriegt vielleicht keine dauerhaften Updates. Aber wer sagt, ich will einfach nur zu Hause streamen, ich will einfach nur ein bisschen was gucken, auf der Couch ein bisschen daddeln, ich will ein bisschen meine E-Mails machen oder so, für sowas und für wenig Geld ist das super. Vor allen Dingen die LTE-Kommunikation, die man hat, SIM-Karte rein, GPS mit drin. Und das sieht ja auch nicht ganz hässlich aus, muss man noch dazu sagen. Nö. Es ist immer Geschmackssache, ja. aber das geht schon klar. Ja, klar. Klar, die Ränder sind halt ziemlich ja. dick. Wie gesagt, das Display ist jetzt ein bisschen blaustichig, vielleicht mag es jetzt auch im blauen Hintergrund liegen, aber
es ist völlig ausreichend für tatsächlich also relativ Farbgenauigkeit ist jetzt wirklich nicht so hoch, aber es reicht halt normal aus. Helligkeit ist halt so für den Innenraum noch zu nutzen, für außen dann eher weniger, aber wenn man im schattigen Bereich unterwegs ist, reicht das völlig aus. Und ja, mehrere Stunden kommst du damit auch hin, was den Akku angeht. Also da können wir aus Erfahrung sprechen, weil Techlast haben wir vor 5-6 Jahren auch schon mit vorgestellt auf unserem Kanal hier. Also mittlerweile ist es ja alles auf dem Technikkanal ausgelagert. Und da testen wir sowas ja auch mal durch. Und Feedback von den meisten Käufern ist halt, ja, für wenig Geld völlig ausreichend, mehr brauche ich gar nicht und ich wollte ja nur streamen. Und genau für sowas ist es da. Wer höhere Ansprüche hat, muss natürlich auch ein bisschen mehr Geld investieren. Wer ein anderes Display haben will, bessere Lautsprecher, mehr Performance und und. Ansonsten in der Preisklasse kannst du natürlich auch zu Huawei, Lenovo und Co. greifen. Ja, klar. Da wirst du vielleicht auch Updates bekommen. Ja. Zumindest vielleicht 1, 2. Da ist es dann aber so, da hast du dann weniger Speicher, du wirst keine LTE-Konnektivität bekommen, vielleicht absolut auch kein GPS nicht. Und so weiter. Auch nicht. Ja. Vielleicht auch kein 3.5er. Also das hat schon hier seine Mehrwerte, wenn gleich auch andere Markenhersteller natürlich auch ihre Berechtigung haben in der Preisklasse. Absolut. Aber Also du hast es schon richtig erkannt, man kann es auch ganz normal auf Amazon kaufen. Und preislich, du hast jetzt gesagt 100 bis 200 Euro, leg dich mal fest. 169,95. Also aktuell kann man es bei Amazon für knapp 160 Euro kaufen und bei Geekbuying könnte man es zum Beispiel als Import für 145 Euro kaufen. Und Prime Day gab es, glaube ich, für 150 auf Amazon. So. Ganz ehrlich, für ein Tablet komplett ausgestattet, mit allem drum und dran, ist es kein großartiges Geld. Interessant, eins will ich noch ganz kurz machen. Angemeldet bist du ja, ne? DRM, das ist noch eine ganz wichtige kleine Aussage. Ach so, wegen Streaming, ob Full HD oder nur SD-Qualität. Das wird ja nicht lange dauern. Einmal kurz öffnen und dann haben wir hier Security Wideband Level L1. Das heißt Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, WoW, Paramount und wie sie alle heißen, könnt ihr in Full HD streamen. Also auch kein Nachteil in dieser Form. Also, ja. Sparfuchs, was willst du mehr? Das Media-Tablet, deswegen ja auch der dicke Speicher. Ja. Beziehungsweise Casual-Games kannst du halt ohne Ende installieren bei dem Speicher. Ich wüsste jetzt nicht, was ich auf dem Tablet mit 256 GB Speicherplatz bräuchte. Oder du willst halt jede Menge Bilder oder du willst als digitalen Bilderrahmen nutzen oder Videos mitnehmen, weil du doch keine LTE-Konnektivität unterwegs nutzen willst. Aber ich muss sagen, dafür, dass Techlast A, immer günstig ist, B, ein kleiner Hersteller ist. Sorry, ich unterbreche dich ganz kurz, weil mir noch eine Sache einfällt. Netflix herunterladen-Funktion, Amazon herunterladen-Funktion, YouTube herunterladen-Funktion. Genau. Aber du kannst ja bei Netflix auch nur 5, 6, 7 Filme runterladen und mehr nicht, ist limitiert. Also eigentlich brauchen wir die 256 GB nicht unbedingt, aber spielt auch keine Rolle. Aber Techlast, wie gesagt, ist ein günstiger Hersteller, verbaut auch schon seit Jahren eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Prozessoren. Das heißt, unter den einzelnen Modellen gibt es gar nicht so viele Unterschiede, nur in wie sie heißen. Also der heißt der UniSoC T616 oder 618, der gerne verwendet wird, den findet man ganz oft wieder. Und der ist aber für das, was er macht und was das Tablet kostet, hat er eine vernünftige Performance. Für die Leistungsklasse, in der man den findet, ist der schon echt in Ordnung. Ja, und finde ich eine sehr, sehr gute Wahl. Besser als die alten MediaTek-Dinger, die wir teilweise mal verbaut bekommen haben, die halt schnarchend langsam waren und die keinen Spaß gemacht haben. Mit dem Tablet hast du eine adäquate Geschwindigkeit. Ihr habt es ja gerade an YouTube gesehen. Vor allem Android 13 läuft ja auch. Ja. Also ich, auch Android 12 wer wirklich nicht viel Geld ausgeben will, sollte sich so eine Geräte einfach mal angucken. Jo. Das ist unsere persönliche Meinung. So, und jetzt würde ich sagen, eine Sache habe ich noch für dich. Eine bevor ich dir wieder Sachen aufheben muss fürs nächste Mal. Da steht übrigens 6000 mAh Akku, da steht sogar drauf. Ja, ich hätte nur lesen müssen. Es kommt was ganz Großes bestimmt, ne? Ja. Oh, das ist aber riesig, da steht Liebe drauf. Da steht Liebe drauf? Ja, da steht Love. LED-Matrix-Panel. Ich habe schon gelesen. Und du hast es noch nicht? Doch, hast du. Na gut. Guck mal, kannst du ausrollen. Was ist das? Und was ist das? Ich würde sagen, auspacken, Kabel ran und dann schauen wir mal. Das klebt so komisch. Muss das so? Oh, das ist aber größer, als es vermuten lässt. Okay. Ich habe es verkehrt rum. Ich glaube, das muss so. Ich habe dann hier ein riesen Steckergedöns und ein interessantes Verbindungsdingens. Dann nehmen wir das Kabel. Das kannst du zulassen. Komm ich ran. Ja. Das Kabel ab. So, bevor wir da die 3 Meter ausrollen. Ja, lieber haben wir es brauchen. Ja, klar. Jetzt in dem Fall lieber nicht. Hornetsheaven.de und ein Smiley. Ey, das ist ja geil. Ja. Wie viele Pixel haben wir? Wir haben, das steht sogar drauf unten. 16x64. Richtig. sRGB. Das bedeutet, man kann die in bunten Farben
Oh, er lädt? Ja, ich habe die App offen. Ronny, hallo. Los, Mystery Gadgets ist gleich. Liebe. Okay, wenn es dir zu langsam ist. Boah! Wir können es auch ganz langsam machen. Wir können auch, warte. Ja, mach mal bitte, mach mal nebenbei mal bitte mal oben das Licht aus. Genau. Ich glaube, dann sieht man das ein bisschen besser. Also so. Das Ganze sieht hier in der Kamera wieder orange aus, ist aber richtig knallig rot, knallig blau. Das sieht wirklich knallig rot aus. Ich weiß nicht, wie es dann in der Nachbearbeitung ist. Ich mache gerade so ein paar Animationen an. Aber das ist schon cool. Das ist eine geile Spielerei. Das kannst du in den PC klemmen, das kannst du ins Auto klemmen, das kannst du einfach ausmachen. Und dann fängt er von vorne an. Du hast hier noch eine Fernbedienung für, ich mache das jetzt selber. So, also du kannst die Helligkeit auch dimmen, wenn es dir zu hell ist. Du kannst es auch wieder heller machen. Okay. Du kannst die Geschwindigkeit halt einstellen. Ja, du kannst das auch spiegelverkehrt machen, wenn du es halt andersrum irgendwie befestigst. Ja. Und so sieht halt die App aus. So. So. Kannst du schon eingespeicherte Texte. Und dann lädt er die direkt raus. Ach so, das ist mit der Ladeanimation. Ich dachte, das sollte so. Genau, deswegen die Ladeanimation. Du kannst auch neue Texte eingeben. Hier, plus hinzufügen. So, jetzt sagst du hier. Blablab, huhuhu. Toll. Jetzt ja auch schon ordentlich. So, dann kannst du hier einzelne Sachen markieren und kannst dann sagen, zum Beispiel, die möchte ich in grün haben. Ach so, die Buchstaben. Oder du sagst alles und sagst halt so, oder du nimmst vorgefertigte Farbpaletten und sagst halt hier, misch mal bunt durch. Mhm. Und wenn du jetzt auf Senden drückst, dann siehst du das dann direkt. Dann überträgt er das. Und dann ist es auch hier eingespeichert und ich kann es abrufen. Ne? Genau, dann ist es einmalig. Aber die Farben sehen schon ganz cool aus. Genau. Und du kannst dann aber auch hier zum Beispiel rotieren, wenn du es jetzt zum Beispiel hochkant machen willst. Weil du kannst es ja irgendwo auch reinkleben. Achso, jetzt haben wir es andersrum. Verkehrt rum. So. Und das kannst du halt alles machen. So, wir können auch fette Schrift oder dünne Schrift nutzen. Geil. Und wenn du hier oben auf Speichern drückst, dann kommt es in deine Liste rein und dann kannst du einfach durchschalten. Mhm. Genau, deswegen hier Nerd 7 oder Ronny Mystery Gadgets. Weil das ist halt auch gedacht für zum Beispiel Gastro oder so weiter, weil du zum Beispiel hier auch fertige hast. Also hier kann man noch mehr. Das will ich jetzt haben. Ich wollte nämlich gerade fragen, wie sieht es denn aus mit Animationen, Retro, Pixel, Optik? Weil das wäre ja prädestiniert dafür und der Mario kommt mir genau richtig. Oh, der ist ein bisschen größer, oder? Das ist anscheinend eine große Animation, ja. Ja, geil. Alter, der springt über Yoshis Ei. Und hier kannst du halt jemanden, zum Beispiel könntest du jetzt auch hier, keine Ahnung, für eine Gastro dann haben, wenn du, keine Ahnung, hier bitte nicht rauchen. Also man kennt so eine Dinger, man hat die überall gesehen. Aber dass das halt so einfach umzuschalten geht, finde ich halt cool. Und da kannst du dir halt dann auch selber was bauen. Hier, Warning und dann nicht rauchen. Das war ein Schildkrötenpanzer, das war gar nicht Yoshi-san. Genau, Rauchverbot und du kannst hier immer mehr laden. Du kannst immer weiter runter scrollen und da kommen noch so viele Animationen. Du kannst auch statische Sachen laden. Da sind dann halt auch statische Sachen hinterlegt, dass du hier zum Beispiel, keine Ahnung, zu Weihnachten... Ja, ganz wichtig für mich als Super-Fanboy von oder Weihnachten. Oder Graffiti würde jetzt bedeuten, du kannst dann selber was malen, was statisches. Oder Animation kannst du dann ganz viele Bilder malen. Okay, kennt man auch von anderen Gerätschaften schon so, aber die vorgefertigten finde ich immer ein bisschen spannend. Genau. Und ansonsten, wenn du hier unseren Text hast, kannst du halt hier dann die Animation nach links, statisch, Laser, dann wird es halt aufgebaut. Das ist cool. Bilder. Das ist auch geil. Dann darf es natürlich nicht so ein langer Text sein, weil der scrollt dann nicht mehr durch. Schneeflocke, dass es sich so aufbaut. Und da natürlich auch mit Geschwindigkeit. Ne? Da kannst du halt hier auch schneller machen. Ja gut, es teilt ja die Bilder auf, genau, weil es halt zu lang ist. Auf. Aber okay. Oder einfach nur runterfallen, von unten nach oben, von rechts oder von links. Geil. Geschwindigkeit einstellen. Und du hast auch noch einen Musikmodus. Das heißt also, du könntest jetzt auch sagen, alles klar, ich spiele jetzt Musik ab. Und dann hast du halt so eine Equalizer-Funktion. Genau, Kai hat heute frei. Sehr schön. So, und das war es eigentlich schon. Und dann kannst du dich hier auch sogar noch mit mehreren verbinden, wenn du dann irgendwie ganz viele in der Gastro oder so hast. Geil. Das ist doch mal fancy. Super simpel, super einfach, funktional, sieht stylisch aus. Wie gesagt, auch ganz coole, kräftige Farben. Genau. Auch wie gesagt, auf der Kamera kommt es nicht ganz rüber. Aber mit der Vorderkamera sieht man das eigentlich ganz gut. Ja, warte mal, das und das Coole ist, das gibt es in zig unterschiedlichen Farben. Ich habe jetzt so mittlere Größen, meine ich. Es gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Größen. Ich habe jetzt mittlere Größe genommen. Dann werden natürlich auch die Matrixen, also die LED-Anzahl, mehr. Du kannst es auch wirklich noch in, ich glaube, das ist jetzt von der Größe, 37,2 mal 9,2 cm. Du kannst aber auch, glaube ich, 50, 60 cm Länge nehmen. Also da kannst du dich richtig austoben. Und das ist theoretisch auch gedacht, um sich das in LKW oder in Bus oder in PKW, weil du hast ja auch Kfz-Dongle bei, ist natürlich nicht erlaubt. Es sei denn, du nutzt sowas im Stand. Ja.
Wir sind da in Deutschland ja mit unseren Gesetzgebungen ein bisschen eingeschränkter als andere Länder. Zu Recht manchmal auch, wo man sich sagt, warum eigentlich? Aber es ist doch cool und vor allen Dingen leicht und schnell umgesetzt. Und du hast halt super viel Kabel bei. Du kannst es dir hier an die Wand kleben und dann lässt das Kabel runterhängen. Kannst es horizontal, vertikal umdrehen und ja, was weiß ich alles ja machen. Und kannst es auch einfach wieder zusammenrollen. Es sind ja auch die ganzen Befestigungsdinger mit, dass du es dann irgendwo an genau der Glasscheibe machen kannst. Oder du machst es halt rückseitig irgendwo, ja, keine Ahnung, an Tresen. Ich muss sagen, ich finde sowas sehr, sehr geil, weil es halt so simpel gemacht irgendwie, aber mit den Pixeln und so weiter, da bin ich ganz großer Fan von. Und vor allem die App funktioniert auch einfach gut. Ja, und schön ist, dass du auch mehrere kombinieren kannst. Und vor allem, wenn du so einen 60 cm Teil da hast, das ist cool. Ja, und vor allem, dass du alles abspeichern kannst und dann klickst du es nur noch an. Und kannst halt schnell mal durchschalten, ja, zwischen naja, beziehungsweise, wenn es abgespeichert ist, auch hier. Ja, machst du, keine Ahnung, stell dir vor in der Bar und dann machst du Happy, ja, Hour. Und dann, wenn es Happy Hour ist, 18 Uhr, schaltest kurz an und dann Happy Hour Cocktails für 6,99 oder so. Weiß der Geier was. Oder du machst dir das in deinen Zocker-Retro-Raum und lässt da, oder in dein Streaming-Zimmer und lässt dann immer hier, keine Ahnung, irgendwas. Irgendwas anzeigen über die Bande laufen, das, was du gerade spielst, oder folgt mir, abonniert mir, oder irgend so ein Quatsch kann man ja mitmachen. Mhm. Das ist schon, ich finde das. Du cool kannst ja sogar auch Emojis halt benutzen, ne, in den Texten. Ja, ja. Kannst ja, warte, da auch zum Beispiel, ich mache jetzt mal hier hinten noch ein paar dazu. Das sind schon vorgefertigte Emojis, aber da sind halt jede Menge bei. Hello Kitty ist noch mit bei. Und dann kannst du das hier. Na, dann mach mal Feuer. So, pass auf. Jetzt kommt's. Ich finde krass aber, wie das auf den Tisch reflektiert irgendwie gerade. So, und jetzt einmal übertragen lassen. Aber der Schriftzug geht tatsächlich schnell im Vergleich zu der Mario-Animation vorhin mit dem Schildkrötenpanzer. Ja. Auf der Aufnahme mag das irgendwie manchmal ein bisschen ruckelig aussehen, aber das ist eigentlich nicht so. Das liegt halt an den LEDs. Und also da hast du jede Menge. Ich glaube, da waren jetzt so fast 100 Emojis zur Auswahl. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, und dann halt kannst du halt, die Farben haben wir ja eben gezeigt. Ne? Wir haben ja, ja jetzt hier bunte Farben zum Beispiel, wo ja wir irgendwie Kauderwelsch gerade eingetippt haben. Ja. In echt wirkten die Farben sehr kräftig. Kamera, ja, hat ja Ronny jetzt schon mehrfach gesagt. So, mittlere Größe auf Amazon gekauft, ist per Bluetooth, siehst du ja, miteinander verbunden. Ja. Wir haben da die App, die ist kostenlos im Play Store runterladen. Also ist auch wirklich im Play Store, man muss da nicht irgendeine APK installieren. Die App heißt vor allem Cool LED irgendwas. Und auch im App Store, da ist der QR-Code. Ja, dann schätzt mal, was diese 37x9 cm große Matrix kostet. 50 Euro. Also es gibt auch kleinere und es gibt auch größere, die kosten natürlich anders. Ich würde sagen 50 Euro. Also UVP 60 Euro und man kann aktuell einen 20% Gutschein aktivieren, dann ist man bei 48 Euro. Dann liegen wir knapp bei den 50 Euro. Genau. Und du kannst die ganz großen, glaube ich, für 130 Euro oder so kaufen, aber die sind, glaube ich, 60, 70, 80 Zentimeter lang. Ja gut, aber wenn du halt einen langen Text haben möchtest, dann ist das cool. Und es sieht stylisch aus, also auch hier mit den Platinen, die da, also die, was weiß ich, was da für Chips jetzt noch drauf sind, die da irgendwas zu sagen haben. Das sieht cool aus. Man hat einen Silikonzug drüber, also man kann anfassen. Das ist wie so ein LED-Streifen, aber man kann halt nicht die LEDs selber anfassen. Also die sind halt einfach hinter dem Gummi versteckt. Also wahrscheinlich so ein bisschen wettergeschützt. Also ich würde es jetzt nicht in Schnee hinten hängen, aber nö. Es ist fancy, muss man sagen. Sehr, 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 sehr geil. Klebeband gibt es auch noch. Ist mit bei und dann halt irgendwie noch so eine Kabelschellen und eine Anleitung und überhaupt und so, die man dann doch nicht braucht. Cool! Sehr geil. Ich glaube doch, die 48 Euro sind gut investiert. Also Animationen dauern echt ein bisschen, aber gut, muss man ja nicht ständig umschalten. Das ist schon standardmäßig drin. Schön. Ja, Link dann ist in der Videobeschreibung, dann wisst ihr, wo er landet. So ungefähr kann man das direkt auslegen, ja. Also, jo. Noch was? Oh, du hast noch einen Raum. Ja, Among hier, die Mongas, ja, ich die Mongos. Ja. Was? In diesem Sinne würde ich sagen. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt damit. Also, da kannst du dir das vor der Stirn klatschen und dann lässt du laufen. Sehr, sehr, sehr cool, sehr geil. Und dann kommt dein normale Text wieder. Schön. Sehr cool. Also, das ist auch unter anderem mein kleines Highlight. Neben dem Kfz-Dingens da mit dem Display, weil es halt einfach ist. Reinstecken, Strom, Bluetooth, WLAN, fertig. Das war alles geil. So. Jetzt seid ihr dran. Jawoll. Gute Mischung gehabt. Auf jeden Fall. Für den einen ist sowas, und jetzt auch wieder am Ende, für den einen ist sowas ein Gadget, für den anderen ist auch ein Lautsprecher ein Gadget. Für manche Auslegungssache. Ist sowas ein Gadget, die anderen nehmen Tastaturen für, was war das, 90 Euro? Nee. Genau, für doch, manche ist ja so eine austauschbare, modifizierbare Tastatur ein Gadget, für manche auch so ein Auto-Navi-Bildschirm mit Apple CarPlay, mit Android Auto und Apple CarPlay, genau. Ja. Ich würde sagen, da sollte für jeden irgendwie was dabei gewesen sein. Ihr müsst nichts kaufen, lasst euch einfach berieseln. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.